Inzwischen haben wir den Rest der Partitur überarbeitet. Wir wählen den Befehl Datei, Noten speichern und sehen das Ergebnis als Capella-Datei im Notensatzprogramm Capella. Wir hören kurz in die Partitur hinein. Weil unser Ziel eine Mitspiel-CD ist, geht es uns jetzt vor allem um die klanglichen Feinheiten der Partitur unter Ausschöpfung der Möglichkeiten der Capella Tune und des Capella Vienna Orchestra. Zunächst lassen wir die Generalbassstimme aussetzen. Zuvor hatten wir ja in Capella Scan die Bezifferung als Liedtext definiert. Das Plugin, das diese Arbeit übernimmt, erwartet die bezifferte Stimme in der untersten Notenzeile. Wir gehen ins Mustersystem und verschieben die fragliche Zeile. Jetzt starten wir das Plugin. Die Partitur hat eine weitere Notenzeile mit dem ausgesetzten Generalbass erhalten. Wir gehen erneut ins Mustersystem und schieben die beiden Cembalo-Stimmen wieder an den richtigen Platz. Nun passen wir die Klammersetzung an. Diese Beschriftung stellen wir mittig zwischen die Notenzeilen und machen sie zweizeilig. Hören wir uns die ausgesetzte Stimme im Zusammenklang an.